Hi, ich bin Mighty und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Thronebreaker, The Witcher Tales. Wir tun uns schwer, wir greifen ein Holzfällerlager der Nilfgaarde an und die setzen uns ganz ordentlich zu. Wir versuchen es mal mit einer anderen Taktik, wir versuchen von Anfang an gleich ziemlich auf Schaden zu gehen. Und gucken, ob wir unseren tapferen nilfgaardischen Freund nicht so früh wie möglich aus dem Spiel rausnehmen können. Wäre jetzt so mein Plan gewesen. Weil wenn er wegfällt, dann ist schon viel gemacht. Wise choice. Stop your yapping. Start digging. So nämlich wäre jetzt mein Plan. Denn im Großen und Ganzen haben wir ein so dermaßen überragendes Deck, dass uns die anderen Sachen keine Probleme machen sollten. Angren's Gold is not yours to plunder. Be gone. So. Jetzt können wir hier nämlich auffahren. Obedience. Den Streit haben wir noch. Dieses gegenseitige Heilen ist natürlich auch kompliziert. Ja, nicht, dass eine gepflegte Rundumstellung nicht richten könnte. So. Jetzt schön niedrig halten, dann müsste alles gut sein. Weg. Und weg. Ja, ist noch nicht gelaufen. Ist noch nicht gelaufen. Left, right, left, right. Ja, aber den nimmt er mir nicht raus. Nicht auf die Art und Weise. So. Nochmal ein Streitwagen. Sehr geil. Sehr geil. Einmal aufheilen, da einmal drüber rotzen. Und dann noch einmal mit dem Zepter drüber. Und dann sind unsere Möglichkeiten erschöpft. Es sei denn, wir haben jetzt ziemliches Pech, müssten wir das im Sack haben. Bitte. Sklavenjäger. Ja, ja. Ciao. Ha. Easy going. GG. First try. Ranks folded. Soldiers fled in fright, stumbling over felled trees and corpses. A spread of alien! Retreat! The air was heavy with the scent of resin and blood. As she caught her breath, the queen looked about. Hundreds of trees lay cut down in rows.
oak and ash enough to keep the shipyards working till winter. Neve ordered the lumber requisitioned, yet one of the loggers approached her. A man with a face like old leather, sawdust in his hair. Good lady, I know you war hard against Nilfgaard. I know you'd keep timber out of their hands, but then see, we won't get paid. We'll see no coin till Sintra's shipyard see lumber. It's what the black lad said. I beg you, have mercy. We're simple folk. Been slaving since spring, got families to feed. And hunger looms ever close in wartime. Das Holz nach Westen zu den Häfen flößen. Ich glaube, das läuft. Meave glanced at the logger's weathered hands. Dirty, twisted, heavily scarred. So be it. Though it may be my loss, sighed the queen. Do what you must to claim your coin. While I must quickly win the war, before any shipyard turns your wood into but one Nilfgaardian sloop. The lumberjack wept as he thanked the queen, yet Meave left the camp disgruntled. She'd fought for naught, sacrificed troops, her only bounty, a clear conscience. Oh, du kriegst saubere Truppenmoral. Gesehen davon, so ganz ohne gehen wir ja auch nicht raus. Hier, guck mal, gibt's noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht immer. You've a big heart, my lady. Not many folk like you. Especially not in Angren. The land be dulled in many ways. You've a bit. Okay. Kann ich das bitte einmal? Blisters on my hands from all this. Never ends at. Okay. Hat auch nicht mal viel mehr zu sagen. Und dann geilen wir das auch noch ab. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Denk dran, jedes bisschen bringt uns näher an Caldwell. Und ich kann das kaum erwarten, über Caldwell herzufallen. Weil der ein mieser Wichser ist. So, wie sieht denn jetzt der Plan aus? Na, weiter nach Westen, würde ich sagen. Da gibt es noch genug zu tun. Relativ wenig Feindkontakt, wenn ich das jetzt spontan richtig gesehen habe. Und dafür umso mehr zu looten. Was okay ist. Den Schrein von Melitele, den lassen wir mal noch links liegen. Rechts in dem Fall. Für den Fall, dass wir mal irgendwann in miese Truppenmoral kommen sollten. Mit dir los. Digga. Eure Hoheit, seht, was die Speer gefunden haben. Ein Nilfgaarder, der sich im Schatten einer Brücke versteckt. Er sieht todkrank aus, von Kopf bis Fuß mit Wunden und Schorf übersät. Er behauptet, vor einer Woche desertiert zu sein und sucht nach seinem Schiff, auf dem er nach Hause segeln könnte, gen Süden. Was sollen wir tun? Gar nichts, lass ihn nach Hause gehen. Ist schon recht, ist kein Thema. Ich muss hier jetzt nicht mit aller Gewalt irgendwelche Leute niedermetzeln. Wir sind immer noch besser als Nilfgaard. Daran glaube ich ganz fest. Ich glaube, dass wir auf die Art und Weise uns vom Kaiser differenzieren. Durch Gnade, durch Normalität, indem wir uns an Regeln halten, an Menschlichkeit. Na, guck mal. Verfluchtes Land. Bevor Meave in Angren eintraf, kannte sie das Land nur aus den Liedern der Barden, die in ihr Schloss kamen. Es war angeblich ein von Göttern verfluchtes Land, in dem das Böse hinter jeder Biegung lauerte. Damals war ihr das übertrieben vorgekommen, doch jetzt, kurz vor dem nächsten Kampf gegen Sumpfbestien und bis zur Hüfte in übelriechender Brühe stehend, begriff sie, dass jedes Wort gestimmt hatte. Ein Standardkampf. Cool. So, nehmen wir erstmal die Sunnies raus. Was haben wir hier? Einen lyrischen Pfadfinder, einen Sapeur. Boah, bin ich mal gar kein Fan von hier. Lass uns mal so stehen. Und fangen an mit dem Pfadfinder, dass der gleich mal anfangen kann, sich hier runter zu cooldownen. Oh, goddammit. Fängt ja überragend an. An den Regimentstrommler. Right, left, right.
Flatter. Was der Regimentstrom noch bringt, hat sie die Stolke. Nein, auch die Stolke machen kann man Schildträger. Ja? Okay, die heben sich gegenseitig auf. Toll. Zieht er direkt den nächsten. Raunwurzel ziehen. Da hat 3 Schaden drauf. Und greif eine beschädigte Bronzeeinheit. Pass auf. Bruchholz. Drauf. Zapp da hinterher. Und dann können wir nach der Runde nämlich passen. Und dann kann er sich dann noch ein bisschen austoben. Ah, er will es wohl wissen. Er will es wohl echt drauf anlegen. Aber es sieht relativ teuer aus für ihn. Genauso wollte ich es eigentlich auch haben. Also können wir die eine Runde durchaus wegstecken, behaupte ich mal. So, würde ich auch mal lassen. Schließlich haben wir noch eine Runde vor uns. Gut, das ist jetzt halt so. Und ziehen dann jetzt einen Streuner. We'll put Mahakam boots to Imperial arses. Passt, okay. Da, 2 zu viel. Ja, dann muss das wohl. Give me a time. Und wir haben immer noch Vorsprung. Von den Karten her zumindest. Streunerbomber, sehr geil. Und 2 Streitwegen. Ah, jetzt fangen wir an drüber zu reden. Da kann man sich von mir aus so oft die Zähne ausbeißen, wie er lustig ist. Halbiere die Stärke von 3 benachbarten gegnerischen Einheiten. Okay, alles klar. Hinten und einmal allgemeinen Schaden drauf. Das gibt es auch nur bei Einsatz, das heißt, da muss ich mir in der nächsten Runde keine Sorgen drum machen. Blutdurstiger Alkohol. Okay. Noch ein. Wirklich. Und
ergreife eine beschädigte Bronzeeinheit. Das ist zwar schmerzhaft, aber verkraftbar. Und du bleibst im Feuer mit deinem Pack. Okay, der war etwas ärgerlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gibt's halt hier einen allgemeinen Rundumschlag. Okay, dann einmal hier zentral und dann müsste die Kiste eigentlich gegessen sein. Ab ins Feuer. So. Wer? Was? Wo? Welche Monster? Habe ich es mir doch gedacht. Haha. Sehr schön. Von Graf Caldwell an Hauptmann Glamre Ehrlich. Ich erwarte Tatendrang und Einfallsreichtum von meinem Unteroffizier und statt Gejammer über logistische Probleme oder kritische Mängel an der Infrastruktur. Ihr konntet kein geeignetes Gebäude für die erhobenen Steuern finden? Dann sucht euch eben eine verdammte Höhle. Davon gibt es hunderte in England. Und entgegen der Behauptungen der Bauern lagern nicht hinter jenem Busch blutrünstige Monster. Überlegt euch das nächste Mal lieber, ob ihr mich mit diesen Belanglosigkeiten belästigen wollt. Ja, die belästigen niemanden mehr, Caldy. Die sind definitiv raus für heute. Und für morgen. Und für übermorgen vermutlich auch. So, wenn wir hier dann geradeaus durchgehen, können wir hier noch ein bisschen abgeiern. Genau das hier. Weiter nach Norden. Und dann hier wieder Richtung Süden. Und ja, ich finde es immer noch geil, wie das Wasser animiert ist, wenn Mief durchläuft. Finde ich dezent geil. Genau das hier nämlich. Und dann sind wir hier fertig, oder? Ich finde einen Speer ziehen, nur für den Fall, dass... Ja, da geht's aus da unten weiter. Tuck, 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 tuck. Okay. Man muss bloß kurz gucken, dass ich jetzt nicht falsch abbiege. Genau, am besten. Darunter müssen wir ja ohnehin. Das heißt, wir gehen jetzt hier in jenes Dorf dort drüben. Ah, das ist direkt ein Standardkampf. Überragend. Ist da noch irgendwas anderes, was wir tun können? Nein, gibt es nicht. Das ist sehr schade. Das ist was, das würde ich mir dann tatsächlich lieber für die nächste Folge aufheben. Komm, geil mal da unten noch knapp. Wie gesagt, ich muss vorproduzieren, Freunde, da bin ich ein bisschen kritisch, was Überziehen angeht. Das ist auch nicht besser. Okay, dann machen wir eben eine etwas kürzere Folge dieses Mal. Es wird auch wieder anders werden, versprochen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.